Kommen wir zu uns. Orientiert sich wieder, um sich seine nächsten Messpunkte wieder optimal zur Display bei uns vorbeizukommen. Etwas für absolute Feinschmecker des F-16-Displays. Sehr schön zu sehen, die Flugspuren aufgrund des Luftreiter der Mitte. Cockpit, wo du also hintereinander sitzen kannst. Dieses Einsitzermodell gibt es auch in der Zweisitzerausführung, ja, wo die Steuerung ident ausgeführt ist im hinteren und vorderen Cockpit, wobei der Lehrer jederzeit eingreifen könnte, wenn er müsste bei dir. Ja, das ist halt die Frage, ob er das überhaupt müsste. Ja. Aber er hätte die Möglichkeit. Es ist großartig. Ja, das quasi steht in der Luft auch rund 200 km/h mit einer Geschwindigkeit, die jetzt vorbeikommt. Sehr schön, die Verwirbelungen zu sehen. Vorne zum Hochbein ist aufgrund der Druckunterschiede auf der Tragfläche. Keine Sicht nach vorne, auf der Sitz ca. 20 Grad nach hinten geneigt. Jetzt hat er
aus Richtung Westen wieder zu uns kommen. Kann also jetzt kaum noch erwarten. Es wird auch sehr schnell gehen. Wir müssen nicht lange warten, mal durch. Jetzt pressen wieder rein in die Sitz. Er muss jetzt wieder anknüpfen, gegen die Kräfte, muss auf den Höhenmeister schauen. 50 Meter ist die Untergrenze, die er nicht unterschreibt. Er wird eine Traube vergessen, er würde eine Verwarnung geben. Und sehr schön zu erkennen, aufgrund der feuchten Luft, die heute hier in Setzig vorherrscht. Unter Ablösungen könnte man ja auch verstehen, dass er was verliert während dieser Flug. Aber das ist Gott sei Dank hier nicht der Fall. Fliegen, weil er dann sich den linken Vorteil holt und dann Richtung Norden ausholt und die Oberseite in einer Kurve Richtung Südosten präsentieren. Aha. Und jetzt ist es soweit. Noch schöner, das mit Sonne. Gut. Sechster Aufschlag, gelungenen Solo-Display. Gratulation an die belgische Luftwaffe hier. Congratulations and thanks for that display. Und wir übergeben direkt an Tom Wahlen. Hitradio Ö3 bei der Air Power. Einen schönen Nachmittag, ich habe die größten Fans in Wirklichkeit zusammen versammelt, die hier sind und sich freuen. Also, das war's dann mit den größten Fans der Erfahrung. Meinten, wir wünschen weiterhin schönen Nachmittag und viel Spaß mit dem weiteren Display und geht zurück zu Florian.